Guten Tag und damit herzlich willkommen zurück zu One to Switch. Mal wieder mit dem Ziggetacke, Gex. Okay, wir machen auch gerade bei dem Minispiel weiter, wo wir auch aufgehört haben, nämlich bei Korkenknallerei. Ja. Und ab jetzt ein Minispiel mehr. Ja. Solange es die Zeit bestimmt. So, schauen wir mal, was wir machen. Also. Warum sieht der linke Typ aus wie so ein lustiger Hans? Ja. Also, die Flasche explodiert irgendwann mal. Ja. Hier, vibriert schon sehr stark. Da denkt man schon, einmal schütteln, dann geht es weiter, aber nein. Er hat Scheiße gebaut und dann ist die Flasche schon. Ja. Soda. Braucht man da nur einen? Also es ist tatsächlich besser mit mehr Spieler. Aber ja, man braucht nur einen Joy-Con. Okay, dann lege ich mal zwar den rechten. Der linke schüttle vorsichtig den rechten. Schüttle die Flasche. Schütteln und weitergehen. Fang jetzt an. Ja, ja. Okay, so. Mit der Hand unten. Ja, komm, lass mal machen. Ja, also das ist halt eine Flasche, wie eine Flasche aussieht. Und hier siehst du auch halt, wie man, also hier sieht man an sich, wie krass das ist. Seht die Flasche an. Boah, vibriert schon ein bisschen. Komm, hier, nimm weiter. Viel Spaß. Soll ich direkt weiter schütteln? Ja. Und das platzt jetzt bei dir. Ja! Oh Gott! Perfekt geschüttelt, ey. Prost, ja lange. Du verlierst aber oft. Ey, ich verliere oft. Das ist ziemlich weiß, also wahrscheinlich Sprite oder sowas. Ja. Was? Ja. Keine Produktplatzierung. Ja, gut. Sprite ist durchsichtig. Was, durchsichtig? Ja, ja. Dann war es auch Wasser. Dann war es Wasser vom Preis gekommen. Das war aber weiß. Ja. Ja. Ach, das war Milch. Stimmt. Das war schon. Ach, ja, dann, so, wissen wir, so Milch, Milch, dann, ja, dann wissen wir, wo die Milch wieder da ist, ne? Von der Kuh. Ja, von der Kuh. Von der Kuh, frisch gepresst. Okay, ich schüttel die Flasche. Ah, fängst du an. War aber knapp bei mir gewesen, ey. Los! Los! Jetzt schon? Ja! Dann hier und hier zurück. Los! Okay. Ah, vibriert noch nicht so stark. Nee, vibriert. Ah! Oh. Okay, jetzt vibriert schon stärker. Ich mach noch ein bisschen. Oh Gott! Oh doch, jetzt ist schon ein bisschen stärker. Das ist wie bei der Mii-Bombe, bei dem Wii-Party. Oder? Oh, Wii-Party, ey. Da gab es so eine Bombe, die irgendwann explodiert, aber ja, dann wusste man. Musste man immer Wörter sagen. Etwas, das mit A anfängt oder so, was die gelbe Sachen. Also was. Da muss man Wörter sagen, die gelb sind. Also Sachen. Das ist echt. Das ist noch nicht so stark. Ja, aber schon ein bisschen stärker. Ja, ein bisschen stärker. Vor allem, er schreckt sich immer, wenn das ploppt. Ja. Vor allem, wenn das Ding lauter ist. Fernseher. Also, Bildschirm. Das Spiel. Ja. Alter, das ist schon cool. Ein bisschen eklig. Ich mach nicht mehr. Ich trau mich nicht. Ich nimm wieder. Oh, es wird richtig stark gerade. Ja. Jetzt bist du wieder dran. Ist richtig stark, richtig stark, ja, so richtig stark. Ja. Oh Gott. Immer jedes zweite Wort richtig stark. Wow, das war viel. Das war viel. Wow! Was denn? Also jetzt wird Prinz wirklich stark. Du musst ja aber so oder so machen. No! Ja! Die geht's völlig explodiert. Ich hab mich gerade echt erschreckt, ey. Ja. Prost, ey, trink. Ja, Auf Ex. Ja. Also das war wirklich. So lang spritzt das aber nicht in echt. Ja, also wenn der Korken gegen dich fliegt, dann hast du ein Problem. Oh, ich liebe das, ne? Ja. Also, als ob ich trinken würde, ja. Der also macht, dass sein Korken gegen ihn fliegt. Also ob ich schon trinke, nein. Nee, sonst würdest du ja sonst sterben, ne? Wenn du nicht trinken würdest. Also, liebe, 60% liebe Kinder, Wodka, liebe, ne? Kinder, immer schön trinken. 60% Wodka, eine ganze Flasche liegt da unten und bin tot. So, ja, reicht, oder? Ja, das reicht. So, Blind Radio. Oh nein. Was denn? So, das ist das erste Spiel, was verbuggt ist. Ich verstehe es nicht. Es ist okay. Halt einfach scheiße verbuggt. Der erste, der fertig rasiert. Ja, ist aber verbuggt.
Und ich weiß nicht warum. Okay. Egal, wo man sich ins Gesicht hält, da kassiert einfach nur den unteren Teil. Mhm. Mal gespannt, wie das funktioniert. Ja, das war was. Die Zeit ist um. Es sieht interessant aus, ey. Ja. Oh Gott. Jetzt streiten die sich, da, weil er nicht fertig rasiert ist. Mhm. Ja. Okay. Da so. Bin ich auch gespannt, wie das jetzt funktioniert. Bettrasur. Wer seine Bartrasur als erstes beendet, gewinnt den Wettstreit. Nice. Drückt deinen Knopf und macht euch bereit. Was haltet auf den Knopf? Welchen Knopf? Boah, das vibriert ja wirklich wie so ein... Guck, das ist so ein bisschen komisch. Wenn du es an dein Ding... Ich halte es gegen den Fernseher. Ja, das ist halt das Komische. Guck, wenn du jetzt deine Backe hältst, dann... Merkst du? Es ist cool. Das voll funktioniert, verbackt. Das funktioniert nicht. Nee, gegenüber. Das funktioniert einfach nicht. Also das ist das Minispiel, was verbackt ist. Zwei, ich hasse das. Eins. Jetzt musst du ja alles rasieren. Ich schummel jetzt einfach hier so. Ich rasiere gerade meine Augen. Ja, das ist das Problem. Ich schummel hier einfach. Ich schlag das hier einfach umher. Dann rasiere ich mehr als... Also das ist der Trick hier. Ich rasiere gerade meine Haare ab. So, der Backe entlang. Bewegt den Joy-Con sanft über euer Gesicht. Über euer Gesicht, ja gut. Die Zeit ist um. Ah, jetzt fällt es um anscheinend. Das fühlt sich wundervoll an. Was? 100%? Ja, weil ich halt umhergeschlagen habe. Siehst du hier? Ich, wo ich die ganze Zeit rumhänge. Siehst du? Und guck mal, du musst dir vorstellen, du bist doch schon oft bei hier oben gewesen. Ich war, und bei deinen ich Augen. War in meinen Augen. Bei ja. deinen Augen. Und das funktioniert nicht. Siehst du, dass das nicht funktioniert? Das ist so eine schlechte. Das ist eine schlechte Umsetzung. Das ist wirklich schlecht. Das ist wirklich halt richtig schlecht. Halte gerade in die Richtung eures Gesichts und bewegt ihn. Wir versuchen es nochmal. Nein, warum? Ich möchte es mal versuchen. Na gut, dann machen wir es nochmal. Aber gut. Wettrasur. Wer seine Bartrasur als erstes beendet, gewinnt den Wettstreit. Drückt deinen Knopf und macht euch bereit. Jetzt bin ich mal gespannt. Welchen Knopf denn? Welchen Knopf, ja. Bewegt den Joy-Con sanft über euer Gesicht. Ja, ist wirklich schon schlimm. Als würdest du eigentlich nur ein Bildschirm. Steht euch gegenüber. Ich mach das jetzt mal so. 3, 2, 1, los! Bewegt den Joy-Con sanft über euer Gesicht. Es geht aber, ich merke jetzt den mehr. Joy-Con sanft über euer Gesicht. Bewegt den Joy-Con sanft über euer Gesicht. Die Zeit ist um. Ah, das fühlt sich gut an. Ja, super. Mal gucken, wo ich jetzt mal war. Sieh, es ist verbuggt. Ja. Merkst du? Es geht einfach nicht. Also Nintendo, schon wieder 52%. Also das ist schlecht gemacht. Ja. So, das war eigentlich Zeitverschwendung, dass wir das gemacht haben, weil Joy-Con. Wir brauchen ja die Zeit, weil wir jetzt noch sogar 4 Minispiele machen müssen. Joy-Con Umdrehung. Das habe ich nicht verstanden. Hör mir hin. Halte deinen Joy-Con vorsichtig. Ich hebe ihn behutsam an. Und drehe ihn um. Drehe ihn langsam und setze ihn dann wieder ab. Hä? Aber ich weiß nicht, wie weit. Ich verstehe nicht, was das bedeutet. Nächster Spieler. Zitterst oder wackelst du beim Drehen des Joy-Con zu sehr? Aha. Siehst du in dieser Runde leer aus. Okay. Okay. Ja, dann brauche ich mir mal einen Tisch, ne? Ja, das habe ich halt auch im, nicht Treehouse-Event gesehen, aber auch von Nintendo. Mhm. Im Video. War halt japanisch. Ja. Woher soll ich denn wissen, wie das funktioniert? Aber ich verstehe das Spiel schon. Mhm. Ja. Dass ich muss gleich bewegen. Und der Erste, der den Kreis voll hat, gewonnen. Vor allen Dingen kannst du halt direkt auch den Kreis voll machen, aber du darfst halt nicht wackeln. Ja. Das ist schon schwierig. Jeder Spieler dreht dreimal. Der Spieler, der den Joy-Con am weitesten drehen kann, Skill. Mhm. Oh, hast sogar gewonnen. Ja, krass, gell? Wo er am Anfang verkackt hat. Wow. Da bin ich jetzt gespannt. Glückwunsch. Oh, wir müssen sogar die Dinger abmachen, damit das hält. Ja, stimmt, sonst würde das ja... Machen wir das mal ab. Das habe ich schon auf Dings gedrückt, ey. Ich auch schon, scheiße. Nicht anfangen. Aktiv? Aktiv. Inaktiv. Drahtlos verbunden. Was bedeutet hier inaktiv? Das hast du dir... Ich glaube, ich spinne.
Stellt eure aufrecht. Roberto-Stimme, ne? Ja. Macht die mal wieder. Nee. Dreht euren Joy-Con dreimal. Gesamt? Später? Bis am Zug. Nee, das bist du. Das bin ich. Und setze ihn wieder ab. Ach so. Das bin ich doch. Warum zeigt er immer mir rot an? Rot. Er ist umgekippt. Es giltet nicht. Wechsel. Nee, du bist dran. Behutsam an. Drehe ihn und setze ihn wieder ab. Eins. Alter. Du versuchst gerade die ganze Zeit. 100%, bestimmt 100% versuchst du. Das reicht. Ich habe Angst, dass es Benel jetzt abkackt. Das ist ziemlich gut, was ich hier gemacht habe. 90 Grad ist gut. Ja. Komm schon. Oh, ich dachte, das fällt mir doch um, ey. Ja. Und das ist cool. Jetzt kommt hier der Skiller. Hoffe ich mal. Hebe ihn vorsichtig mit einer Hand an. So. Wechsel. Immer schon vorsichtig. Ach, jetzt muss ich schon mal von Louis anfangen. Und unten steht Gesamtwert. Okay. Alter, wie gehst du jetzt ab? Oh Gott. Ach du. Nein! Ja! Nein! Ja! Diese Runde für dich nicht. Wechseln. So, jetzt kommt der Ultraskill. Jetzt gewinnst Hebe du noch, ihn vorsichtig mit einer Hand an. Alles klar. Nein! Schade. Oh Gott! Wie viele Runden? Jetzt Ende. Ach nein. Oh, das ist cool, lass nochmal. Das Problem ist, wenn du den schräg nimmst ein bisschen, dann gilt es schon nicht mehr. Ja, deswegen, lass nicht schräg nehmen. Ja. Wollen wir nochmal? Ja, auf jeden Fall. Das ist cool. Joy-Con umdrehen. Das gefällt mir auch. Hoffentlich funktioniert das mit der Zeit. Ja. Seid ihr bereit? Oder halt so einen 20-Minuten-Tag noch und nicht so wie damals bei. Dreht euren Joy-Con dreimal. Nicht so. Warte, dann. Ja, dein Alter kann nicht. Ja, was meinst du da jetzt? 50 Minuten, ey. Ja. Irgend so eine Virus-Video, ey. Es gibt ja Let's Player, die jetzt auch Stundenvideos machen, was ich nicht gut finde. Das ist mega cool gemacht. Ja. Was zur Hölle? Holst du gerade 150 oder wie? Was machst du? Als ob du die. Ja, kann ich nicht mehr. Jetzt fällt er hin. Boom! Alter! Das ist 360 Grad, ey. Das ist gut. Oh, das ist. Und setze wow. ihn wieder ab. Hast du falsch gegriffen, ne? Ja. Ich schon einfach nur. Wechseln. Ungefähr bis zur Mitte. Jetzt knie ich mich hin, ey. Du kniest dich hin. Das ist schlecht mit zwei Händen. Ja, das geht nicht. Das geht nicht. Das geht ich schlecht. Halt jetzt so, ey. Das ist so krüppelhaft. Hebe ihn vorsichtig mit einer Hand. Ja. Dann kannst du noch gewinnen. Ha! Schrecken bringt anscheinend auch nichts. Ja, jetzt speedet er. Es speedet einfach mal. Wenn du mit ja. Tschüss. 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 Wechsel. Okay, ich kann aber trotzdem nicht mal gewinnen. Ich kann einfach es nicht sind, so. Es sind nur zwei Runden. Ja, eben. Ja, toll, hast du jetzt gewonnen. Nee, eben nicht. Doch, du musst nur noch dasselbe schaffen wie ich gerade. Hand hast du. Du kannst auch in die andere Richtung. Drehe ihn in dieselbe Richtung wie bei machst du Minus? Drehe ihn in dieselbe Richtung. Nein, du was hast denn? Minus gemacht. Wie, ich hab Minus gemacht. Diese Runde du darfst doch nicht in die andere Richtung. Ich hab da stand Minus. Und ich darf nochmal. Ja, genau. Warum das denn? Das ist doch Betrug. Du hast Minus gemacht. Ich hab das nicht gesehen auf dem Bildschirm. Hebe auf den Boden ihn geguckt. An, drehe ihn und setze ihn wieder ab. Und setze ihn wieder ab. Was habe ich jetzt falsch gemacht? Was habe ich jetzt falsch gemacht? Du bist einfach doof. Stellt euren Joy-Con aufrecht hin. Komm. Steck du doch den Joy-Con auf den Boden. Ja. Ich darf nochmal. Jetzt gewinnst du. Du musst nur noch dasselbe schaffen. Jetzt musst du so... Ja, hebe ihn vorsichtig mit einer Hand an. Aber das ist auch cool zum Zuschauen, muss ich sagen. Dann sieht man halt. Ja. Ups. Nein! Du hättest jetzt nur noch loslassen müssen. Oh, scheiße. Ich wollte auch wieder auf den Boden stellen. Ey, jetzt habe ich trotzdem mit meinem ersten Zug gewonnen. Ja. Das gibt's nicht. Das ist echt cool. Das aber ist wirklich cool. Ich würde es jetzt nochmal spielen, aber wegen der Zeit machen wir jetzt erstmal weiter. Ja. Ja.
So, Tischtennis. Oh, das Spiel, das habe ich im Treehouse-Event gesehen. Das ist, ich weiß nicht. What? Ich verstehe das, aber das ist so unsichtbar und ich weiß nicht, wie man das machen soll. Du meinst also, du weißt nicht, wo der Ball ist? Ja, das sieht man nicht mal auf dem Fernseher, nur am Anfang sieht man es kurz. Wir stehen und ist unsichtbar. Hier, guck mal, ZR musst du drücken, dann fliegt der hoch, oder? Ja. Wenn ZR drückt. Das ist schon interessant. Tischtennis. Wie muss ich den Hals? Ach so. Lenkschlag. Ah, okay. Ja, ist auch wichtig, ne? Darf ja nicht mit der Hand fliegen, ne? Mhm. Sonst ballert man sich das Joy-Con umher. So, also da bin ich jetzt auch gespannt drauf. Tischtennis. Aber was ist jetzt nicht richtig? Stellt sicher, dass ihr ja Platz habt, um eure Arme umherzuschwingen. Ja, okay, dann können wir auch auf uns gucken. Steht euch gegenüber. Los, Aufschlag, linker Spieler. Ball im Feld. Punkt, linker Spieler. Das ist schwieriger. Aufschlag, du hast verloren. Rechter Spieler. Ja, du hast die linke Hand. Ist doch, ja, egal. Schwieriger. Ist mir egal. Ultra hart. Boom. Netz. Punkt. Das ist doch rechter Spieler. Doch gut, aber man sieht ihn im Bildschirm. Man sieht ihn nur am Anfang. Linker Spieler. Nur am Anfang. Ball im Feld. Ja. Punkt. Die Decke ein, ey. Da muss man sich aber konzentrieren. Aufschlag, rechter Spieler. Ich gucke jetzt schon am Anfang nicht auf dem Bildschirm. Ich gucke jetzt die ganze Zeit zu dir. Weil man gleich nicht mehr den Bildschirm sieht. Netz. Das ist aber schwer. Aufschlag, linker Spieler. Ball im Feld. Yeah. Und linker Spieler. Also muss man sich konzentrieren. Aufschlag, ja, ich hab mich die ganze Zeit eher. Netz. Netz. Rechter Spieler. Ich bin so. Ja, steht euch gegenüber und stellt euch vor, ihr spielt Tischtennis. Aufschlag. Linker Spieler. Netz. Netz. Du hast Netz. Du hast uns Netz gemacht. Steht euch gegenüber und stellt euch vor, ihr spielt Tischtennis. Was? Aufschlag, rechter Spieler. Netz. Netz. Matchball, rechter Spieler. Also wenn du auch so machst, schießt du auch gegen das Netz. Musst du immer nach oben spielen. Steht euch gegenüber und stellt euch vor, ihr spielt Tischtennis. Aufschlag, linker Spieler. Ja. Doch, jetzt. Ja? Das hat man gerade gesehen, dass er unsichtbar wird. Komm, jetzt hier rein. Ich hab jetzt gerade auch ein Bildschirm gefunden. Ja, als wäre da die Tischtennis. Oh, ich hab doch gewonnen. Du hast gewonnen? Wie hab ich das denn? Hey, du hast das so oft gewonnen. Ja, dachte ich auch. Okay. Ja, machen wir weiter, oder? Ja, machen wir weiter. Ja. Was ist das? War ganz okay, ach, muss ich sagen. Bitte, was kommt denn jetzt? So. Ich glaube, das müssen jetzt mit dem Switch-Controller, mit der Konsole muss man das jetzt spielen. Ja. Das können wir leider nicht machen, Leute. Nee. Weil, wenn ich das jetzt rausnehme, haben wir kein Signal mehr. Stimmt. Schauen wir uns das an, wie das ist. Ja, wie das ist. Aber das können wir wirklich nicht machen. Dann geht das ja, sieht ja kein Bild. Ja, eben. Und außerdem, wir könnten ja, wenn überhaupt, nur das Baby als Bild aufnehmen. Ich muss sie wieder kommen und wieder beruhigen. Das Leben einer Mutter. Wir können mal gucken, vielleicht geht's doch nur mit Jordan. Nee, muss man rausnehmen. Okay. Gut. Im Handheld-Modus. Oh, dann spielen wir das privat. Revolverhelden? So, das letzte Spiel war für das heute. Nicht? War das nicht? Ja, das war das, das wir schon gespielt haben. Aber das hier ist anders. Okay. Schau hin, ist cool. Mhm. Achtung! Fertig! Flieger! Hä? Frühstück! Hä? Du musst erst mal Feier drücken. Fußball! Ach so! Feier! Fußball! Fußball! Flieger! Fußball! Flieger! Aber ich finde das auf Englisch cooler irgendwie. Ja. Weil da sagen die noch Friend! Fast Food! Fast Food! Das ist auch gut. Das ist cool. Ja. Okay, das letzte Spiel für heute. Das letzte Spiel für heute. Schade, dass wir das jetzt nicht mit dem Gamepad machen konnten. Mit der Switch machen konnten. Ja, das ist traurig, aber doch so eben ist schwer. Los geht's. Ja. Warten wir mal. Das ist schwierig. Das
Wir wissen ja, wie es letztes Mal ausgegangen ist. Auf den Boden. Können deine Sprechmarke zuhören. Mhm. Also. Deine Finger, wie du wackelst, wie so ein richtiger. Steht euch gegenüber. Achtung! Fertig! Vertraulich! Vertraulich! Wie das aussieht, ey! Vertraulich! Noch ein drittes Mal vertraulich! Vertraulich! Das ist Glück! Feuer! Hey, wie kann man so viel Glück, so viel Pech oder Glück? Vertraulich! Haben? Vertraulich! Vertraulich! Nochmal vertraulich! Sie können mir vertrauen! Wow! Ich habe jetzt, glaube ich, ein Bein geschossen, glaube ich. Gegen den Kopf. Bam! Ja, tatsächlich. Okay, nochmal? Ja. Okay, das ist wirklich. Ja, aber nice. Das ist jetzt viermal hintereinander vertraulich kam. Ja, das war Zufall. Vertraulich! Vertraulich! Sie können mir vertrauen! Das Bild dabei, ne? Ja. Da kommen jetzt auch, also bei englischen Fastfood kann man ja. Aber auf Bildschirm dürfen wir nicht gucken. Schnitzel. Sonst kommt dann dieses Feuer und du nimmst ja. Die Rückkehr. So. Richtet die Revolver auf den Boden. Steht euch gegenüber. Jetzt sind wir leise sein wieder. Achtung! Fertig! Fontäne! Feuer! Sehr gut. Fontäne. Wow, schon wieder. Feines Öhrchen. Gewonnen, ja, das habe ich mir schon gedacht. Oh. Und mittig ungefähr. Kann ich jetzt langsam sein? Weiß nicht, du hörst das irgendwie. Aber musst da auch richtig gut zuhören, sonst hat man da ein Problem. Noch einmal oder? Nee, das war's dann. Ja. Weil der Part ist eh ein bisschen zu lang. Und ja. Da würde ich sagen, das war's für diese Folge. Das nächste Mal kommt dann was? Diesmal kommt. Achtung! Das nächste Mal kommt dann, was ist es denn? Baseball. Baseball. Baseball, okay. Das kommt irgendwie bekannt vor. Hab ich noch nicht gespielt. Aber wir wollen uns ja einen Spoiler lassen. Gut. Dann, ich hoffe, das hat euch auch gefallen, ne? Gebt mir, lasst eine positive Bewertung da und, bis dann und ciao. Pitcher, wähle deinen Wurf.